Jedermann hat doch irgendwie ein Hobby. Du nicht? Kein Problem. Heute gibt es ein paar richtig gute Männer-Hobby-Vorschläge von mir. Nein, Kollege. Heute spreche ich nicht über Fußball und Saufen. Auch wenn viele deutsche Männer das als Hobby haben, also Fußball und Saufen, da muss ich dich leider enttäuschen, darüber spreche ich heute nicht. Ich spreche heute über Hobbys, die zum einen auch sehr männlich sind und zum anderen auch die Frauen der Schöpfung so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. You can call me Captain now! Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich gerade erst vor kurzem einen Bootsführerschein gemacht habe. Hört sich erstmal ein bisschen snobby an, aber Leute, wenn man direkt am Wasser wohnt, dann ist das einfach Pflicht. Und ich freue mich schon riesig aufs Bootfahren. Also ich habe es in der Bootsschule gesehen, da waren überwiegend Männer, die einen Bootsführerschein gemacht haben. Also definitiv ein absolutes Männerhobby. Und ich freue mich schon riesig drauf, weil du in einer frischen Natur bist. Der Wind pfeift dir um die Ohren. Es macht richtig Spaß. Du kriegst den Kopf frei beim Bootfahren. Und das Coole am Bootfahren ist, dass du nicht nur mit einem Bootsführerschein Boot fahren kannst, sondern du kannst auch Jetski mit dem Bootsführerschein fahren. Und Jetski fahren, Jetski rumballern, das macht natürlich auch richtig viel Spaß. Und übrigens, wenn du eine Lady zum ersten Date auf eine Bootstour einlädst und eine Runde mit dem Boot fährst oder eine Runde Jetski heizt, ja mein Freund, das Date bleibt definitiv in Erinnerung. Also, Leinen los und volle Kraft voraus. Auch wenn du jetzt gedacht hast, dass ich vom Bootsfahren zum Angeln komme, nein, mein Freund, wie wär's denn mit Laufen? Laufen ist eine ideale Sportart, um dich rundum fit zu halten. Du bist zum einen an der frischen Natur, das ist natürlich auch geil, wenn du zum Beispiel draußen laufen gehst, im Wald laufen gehst oder in der Stadt laufen gehst. Und die Kilos purzeln beim Laufen definitiv. Gerade wenn du zum Beispiel ein Typ bist, der ein bisschen mehr Kilos auf den Rippen hat und einfach ein bisschen sich schwer tut, seine Kilos zu verlieren, dann ist Laufen ein ideales Hobby. Und für die Kollegen, die zum Beispiel eher so einen Wettkampfcharakter brauchen beim Sport, ja, auch kein Problem. Beim Laufen kannst du zum Beispiel dich auf einen Wettlauf vorbereiten oder auf einen Marathon vorbereiten und da kommt der Wettkampfcharakter so richtig raus. Und es ist eine Top-Übung, um einfach seinen inneren Schweinehund immer wieder aufs Neue zu überwinden. Falls du nicht so der Läufer bist, kein Problem, dann geh ins Fitnessstudio und schnapp dir ein paar Gewichte. Durch Fitness und Workout kriegst du dein Body A natürlich auch richtig gut in Shape und wenn du das wirklich regelmäßig machst und konstant durchziehst, dann wirst du merken, dass sich sowohl dein Körper als auch dein Selbstbewusstsein komplett ändert. Mit großer Wahrscheinlichkeit bedeutet das nämlich, dass du dann irgendwann richtig schön mit einer breiten Brust durch die Gegend läufst und einen richtig guten Adoniskörper hast. Und wenn du dann mal dein Oberteil vor einer Frau ausziehst, mein Freund, ja, die freuen sich dann auch über deinen Astralkörper. Mama mia, würde ich das liebend gerne öfter machen. Und zwar kochen. Ich habe leider nicht ganz so viel Zeit und schaffe es einfach nicht oft genug, zu Hause frisch zu kochen. Aber wenn ich das mal mache, dann zelebriere ich das richtig. Und ich muss sagen, wenn man das so zelebriert und wirklich frisch kocht, dann kann das sogar wirklich richtig beruhigend sein und meditierend sein, wenn man das wirklich genüsslich vorbereitet und sich wirklich genüsslich das Essen zubereitet. Außerdem hilft frisches Kochen natürlich auch gleichzeitig dabei, Kilos zu verlieren und es schärft natürlich auch dein Bewusstsein für eine gute, ausgewogene Ernährung. Und glaub mir, wenn du eine Lady zu dir nach Hause einlädst und du was Frisches, richtig Geiles kochst, ja gut, ich weiß nicht, welche Lady das nicht cool finden würde. Hattest du schon mal ein richtiges Gewehr in der Hand? Ich meine jetzt nicht deinen Kollegen da unten. Ich meine so ein richtig scharf schießendes Maschinengewehr oder eine geladene Pistole. Hattest du sowas schon mal in der Hand? Ich kann dir eins sagen, ich hatte das erste Mal so ein Teil in Kambodscha in der Hand, so ein richtig scharf schießendes Maschinengewehr und dann auch nochmal in den USA und auch eine richtig scharf geladene Pistole. Und ich muss sagen, da wird einem schon ein bisschen anders, wenn man so ein Teil in der Hand hält. Aber ich muss gleichzeitig sagen, Schießen macht auch richtig viel Spaß und ist ein absoluter Männersport. Gerade in den USA. Und du musst ja jetzt nicht wie ich nach Kambodscha fliegen und mit einer AK-47 Mohunjagd spielen und irgendwelche Hühner abballern. Du kannst ja auch zum Beispiel Tontauben schießen gehen oder generell beim Schießstand schießen oder einem Schützenverein schießen. Das macht auch richtig viel Spaß. Jetzt kommt der Klassiker, Leute. Und ich habe es extra, wirklich extra nicht gemacht, als Schutz vor mir selber. Und zwar den Motorradführerschein. Denn Motorradfahren ist wohl der absolute Klassiker, wenn es um Männerhobbys geht. Und ob du jetzt ein richtig schnelles Rennbike hast oder Motocross fährst oder ganz entspannt mit deiner Harley durch die Gegend fährst, Motorradfahren ist wirklich fucking geil. Also wenn dir langweilig ist und du einfach mal wieder so ein bisschen frischen Wind in dein Leben reinbringen möchtest, dann probier Motorradfahren einfach mal aus. Motorradfahren macht echt richtig viel Spaß. Und wenn du schön auf deinem Motorrad drauf sitzt und durch die Gegend fußt, ich sag dir, das ist auch ein richtig schönes Gefühl von Freiheit.
Freiheit. Und glaub mir, wenn du mit einem richtig geilen Bike um die Ecke fährst und eine Lady zu einem Date abholst, mit einem geilen Motorrad, dann wird was tropfen. Aber ganz sicher nicht das Öl von deinem Motorrad. Apropos tropfende Ladies, wenn du eine Gitarre spielst oder irgendein anderes Instrument richtig gut spielen kannst und ein schönes Lied auf einem Instrument spielst, das bringt wirklich jede Frau der Schöpfung zum Schmelzen. Ich persönlich bin zum Beispiel komplett unmusikalisch. Ja, also ich kann kein Instrument spielen, leider Gottes. Ich höre gerne Musik, aber ich bin wirklich komplett unmusikalisch und habe überhaupt keine Ader dafür. Aber wenn du persönlich eine musikalische Ader hast, dann solltest du die definitiv nutzen. So kannst du nämlich A, die Ader der Frauen schön zum Pochen bringen und glaub mir, wenn du dann noch ein bisschen singen kannst und auch noch ein bisschen was trällern kannst, dann ist alles zu spät. Ich bin generell ein relativ sportliches Kerlchen. Aber die nächste Sportart habe ich leider Gottes noch nie ausprobiert. Aber steht ganz oben bei mir auf der Liste drauf, denn da habe ich richtig Bock zu. Und zwar Boxen. Beim Boxen machst du nämlich deinen Körper auch so richtig fit. Hast zum einen Cardio, weil es natürlich auch sehr anstrengend ist. Und zum anderen bekommst du natürlich auch mehr Muskeln dazu, weil du auch deine Muskeln natürlich sehr beanspruchst. Und wenn du Boxen als Hobby betreibst, dann sendest du auch ein ganz klares Zeichen an die Ladies, die du aktuell datest. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, hä, was labert der Korte denn da schon wieder? Natürlich, Kollege, wenn du schon als Hobby dich boxst, also mit anderen Typen dich prügelst, ja, dann wirst du ja auch im Notfall einen harten rechten Haken mal für deine Geliebte auspacken können, oder? Next one, fotografieren. Und mit fotografieren meine ich jetzt nicht einfach das iPhone rausholen, ein paar Snapshots machen, Lightroom-Filter draufballern und auf Instagram posten. Nein, das meine ich definitiv nicht mit fotografieren. Mit fotografieren meine ich schon das richtige Fotografieren, also mit einer richtigen Kamera. Du musst schon wissen, was eine Verschlusszeit ist, was eine Blende ist, was eine ISO ist, also wirklich das richtige Fotografieren. Ich habe in meiner Karriere echt schon mit vielen Fotografen zusammengearbeitet und wenn man das Handwerk wirklich versteht und beherrscht, dann ist das wirklich auch ein Stück weit Kunst und wenn man das wirklich gut macht, ja, und zum Beispiel das Hobby so ein bisschen entwickelt, dann kann irgendwann sogar das Hobby auch zum Beruf werden und das ist wirklich eine feine Sache. Last but not least, Leute, eine andere Sprache lernen. Und damit meine ich nicht, dass du irgendwie einfach nur voulez-vous coucher avec moi, ce soir sagen kannst, sondern du sollst die Sprache wirklich lernen, verstehen und sprechen können. Das meine ich damit. A zeigt das nämlich, dass du Mann von Welt bist. B zeigt es, dass du gebildet bist. Und welche Frau steht nicht darauf, wenn du in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen sprechen kannst und dich verständigen kannst? Ich meine, hallo? Und heutzutage kann man ja auch sich die Grundkenntnisse super easy mit Apps einfach beibringen. Und ich persönlich werde jetzt als nächstes Spanisch lernen. Da freue ich mich schon drauf. Und ich hoffe, dass meine Freundin mich da auch so ein bisschen unterstützen wird. Denn sie spricht ja fließend Spanisch. Hoffe ich. Ciao. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der eine absolute Couch-Potato ist und keine Hobbys hat und immer nur faul zu Hause rumliegt, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei euren Männeraktivitäten, auch wenn es Fußball und Training ist.